Hier aber die wichtige Erkenntnis: Werdet nicht gierig. Wenn ihr aus dem Markt rausgeht, dann hat das meistens einen Grund. In dem Fall haben wir eine klare Hürde gesehen, das Potenzial gesehen, dass der Markt an diesem Punkt umkehrt, und haben den Entschluss getroffen, genau an dieser ersten Volumenkante rauszugehen. Dass der Markt dort weiter durchgezischt ist, ist dann einfach so gewesen, dann hätte er die Fahrradkette, davon können wir zum Endeffekt auch nichts kaufen. Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Senko, ich bin hauptberuflicher Trader und Gründer der Tralgo GmbH. Heute möchte ich euch einen Trade zeigen, den wir vor kurzer Zeit, vor ein paar Wochen gemacht haben, bei uns im Live-Trading mit unseren Klienten gemeinsam, und möchten diesen mal gemeinsam zerlegen. Dann lasst uns auch schon direkt in die Trade-Erklärung gehen. Was du jetzt sehen kannst, ist der S&P-Markt, der S&P-Future, einer meiner Lieblingsmärkte, einfach aufgrund der starken Volatilität. Auch jetzt wieder nach einer 3%igen Korrektur ist er mal wieder schnell Richtung Allzeithoch und macht wieder neue Hochs. Also ganz verrückt aktuell bei den Aktienindizes, wie auch beim DAX, als auch beim Nasdaq, sehr, sehr stark unterwegs im Bullenmarkt. Und so haben wir auch praktisch hier im S&P Ausschau gehalten nach einem neuen Hoch. Das, was du hier sehen kannst in der grünen Linie, ist im Endeffekt die Marktanalyse, eine Location, das ist das Allzeithoch bei der 38 hier. Das ist das Allzeithoch, was wir im Endeffekt brechen möchten, wo wir durch möchten. Und alles Weitere ist die Marktanalyse. Die ganzen blauen Linien, die Pfeile hier. Hier habe ich im Endeffekt ein bisschen was über die Marktanalyse hier live im Live-Trading erzählt. Denn die Marktanalyse ist die wichtigste Vorbereitung. Bei der Marktanalyse schauen wir, an welchen Locations wollen wir traden, wo wollen wir nicht traden, wo ist das High Volume, wo sind die Preisbestätigungen, wo sind die Preisablehnungen. Und aktuell hier in dem Fall haben wir uns in einer übergeordneten Range befunden. Aus dieser Range haben wir den Breakout erwartet. Wir haben jetzt hier knapp 15.05 Uhr. Das bedeutet, ich nutze tatsächlich 30 Minuten von 15 bis 15.30 Uhr, um mich im Markt zu orientieren, um den Markt zu beobachten und die Analyse fertigzustellen. Um 15.30 Uhr, wenn die Amerikaner schon reinkommen, dann werden auch die Trades gesucht. Was wir hier in dem Fall hatten, war nach einer Stunde knapp gegen 16 Uhr das erste Setup, was wir gebildet haben, was interessant wurde. Denn hier in dem Fall haben wir in der amerikanischen Session tatsächlich dieses Hoch geholt bei der 38. Wir haben das Hoch geholt, und was wir dann gemacht haben, war die Kumulation. Wir sehen hier oben links das Volumenprofil. Das Volumenprofil ist im Endeffekt der Überblick über die Märkte in einem M15-Chart. Dort schauen wir, welche Locations sind relevant. Dort schauen wir, wo suchen wir tatsächlich die Trades und wo eben nicht. Oben rechts im Footprint-Chart suchen wir dann schlussendlich die Bestätigungen. Unten links und unten rechts sehen wir ganz gewöhnliche Kerzencharts mit dem Volumenprofil. In der Mitte für die Bestätigung ebenfalls nochmal ein Orderbuch mit ein paar extra Funktionen. Was ich hier gegen 16.10 Uhr dann gesehen habe, war ein sogenannter Breakout, ein Sammelzone-Breakout. Ich verfolge zwei Handelsstile. Der erste ist das Scalping, das kurzfristigste Trading in sehr volatilen Märkten. Die Trades gehen in der Regel von 5 bis 10 Sekunden, 15 Sekunden, aber nie länger als ein paar Minuten. Und in dem Fall habe ich hier im Live-Trading einen Intraday-Trade gemacht, der dann auch einfach mal eine Stunde oder zwei gehen kann. Was wir hier jetzt sehen können, ist exakt eine Kumulation, eine kleine Range, eine Sammelzone. Aus dieser Sammelzone sind wir sehr, sehr stark aggressiv ausgebrochen. Wir sehen im Delta 2.500 im Negativen. Das bedeutet, die Differenz zwischen dem Bid und Ask belief sich hier auf minus 2.500. Es wird viel mehr Volumen in den Bid gehandelt. Dementsprechend haben wir einen aggressiveren Handel nach unten. Nach diesem Ausbruch hier haben wir auch relativ schnell eine Ablehnung erkannt. Das bedeutet, der Markt versucht wieder in die Sammelzone reinzukommen, schafft es nicht und wird abgelehnt. Genau diese Ablehnungen möchten wir handeln. Und da kommen wir auch schon zur ersten wichtigen Erkenntnis. Versuche niemals, den Markt zu früh zu timen. Es wird niemals den perfekten Einstiegsmoment geben, wo man wirklich auf den Tick genau reinkommt und sagen kann, man hat es tatsächlich kommen sehen.
Es ist meistens dann immer zu früh und man wird rausgeholt. Wie auch hier. Wie viele Trader würden hier bereits irgendwo Short Trades suchen, obwohl es vielleicht viel zu früh ist? Stattdessen ist es doch einfacher und sicherer, einfach dieses starke Momentum abzuwarten, eine Kumulation abzuwarten und dann dementsprechend durch diese Kumulation ein Setup zu handeln. Genau das haben wir gemacht. Wir haben den genauen Umkehrpunkt bestimmt durch die Ablehnung dieses Peaks. Anhand dieser starken Schatten sehen wir bereits Ablehnungen. Wir sehen Low Volume und wir sehen einen starken Volumenberg. Durch diese Volumenbergkante sind wir nun nach unten ausgebrochen. Und genau diesen Ausbruch haben wir hier in dieser Sammelzone getradet. Exakt hier würde man jetzt unten die Short Trades suchen und genau das habe ich in dem Moment gemacht. Ein paar Sekunden später sehen wir es auch schon. Wir sind tatsächlich runtergekommen. Wir haben diese Sammelzone abgelehnt. Wir sind nicht erneut reingekommen. Wir haben die Preise abgelehnt und somit schauen wir, dass wir jetzt diese Korrektur nach unten handeln. Somit war der Einstieg bei der 42,50, was du auch gleich nochmal konkret sehen wirst. Kurze Zeit später sieht man auch schon relativ schnell, dass der Markt dahin schmilzt, der Markt korrigiert und akzeptiert nicht mehr die höheren Preise. Das Ganze war auch relativ einfach, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir hier eingestiegen sind, hatten wir, wenn wir uns mal das Volumenprofil anschauen, hier unten das Hauptvolumen, die Hauptliquidität. Hier haben wir starke High-Volume-Notes und hier oben hatten wir dann dementsprechend die Kumulation, aus der wir rausgetradet haben. Hier drunter war nichts. Hier drunter war Low-Volume. Erst später, wo wir reingekommen sind, hat er hier kurz kumuliert und ist dann auch wieder runter ausgebrochen. Aber das ist tatsächlich auch vom Risk-Reward-Ratio, also dem CRV, eine wichtige Tatsache, dass wenn wir praktisch in dieses Low-Volume hier runter traden, wir nicht so viele Hürden haben. Wir müssen tatsächlich schauen, welche potenziellen Gefahren und Preismarken haben wir. Große Liquiditätszonen, wo der Markt umkehren könnte oder kumulieren könnte. Oftmals finden diese Umkehrten und Kumulierungen im High-Volume statt. Und wenn wir dann dementsprechend hier runter ins Low-Volume traden, das Ziel ist dann immer, die nächstgrößere Hürde zu absolvieren, hätten wir da unten erst im Endeffekt das nächste größere Ziel, wo wir unsere Aufmerksamkeit dementsprechend auch darauf richten würden. Der Stop ist ebenfalls sehr überschaubar. Beim Stop, bei solchen Setups, wie wir sie jetzt hier getradet haben, lege ich den Stop meistens entweder in die Mitte dieser Kumulation oder darüber. Das CRV-Verhältnis ist dementsprechend sehr gut zu sehen. Das Potenzial bei einem Gewinn ist dementsprechend auch viel, viel höher als jetzt dementsprechend bei einem Verlust, da wir, wie gesagt, wenige Stolpersteine haben. Das ist jetzt ein anderer Chartaufbau, welchen ich auf meinem anderen Bildschirm habe, der sich wirklich nur dem Orderflow widmet. In dem sehen wir jetzt hier noch diesen Trade, wo wir im Endeffekt schon 33 Ticks vorne sind. Das Ganze habe ich mit 9 Kontrakten gemacht, weil ich mir sehr, sehr sicher war und dieses Setup fast schon täglich vorkommt und auch super aufgeht. Gewinn aktuell $3.700. Da das Momentum immer noch anhielt, habe ich den Trade logischerweise weiterlaufen lassen, dass wir im Endeffekt genau in unser großes, übergeordnetes Ziel reingelaufen sind. Wir haben jegliche Hürden absolviert und exakt an diesem High Volume hier, dem vorherigen Hauptvolumen, wurde der Markt zickig. Wir sehen gleich bei der 25 Ablehnung, Reaktion an diesen High Volume Notes. Das liegt daran, dass wir hier, wie gesagt, diese große Volumenzone haben, starke Volumenkanten haben, Sammelzonen haben und das alte Tageshoch haben. Das sind selbstverständlich interessante Preise, die der Markt auch gerne ablehnt und auch bereits hier in der nahen Vergangenheit auch abgelehnt hat. Das sehen wir hier an diesen Handelsaktivitäten, dass hier bereits in der Vergangenheit eine hohe Volatilität war und die Position mittlerweile beläuft sich in diesem Moment an dieser Location bei knapp 60 Ticks und $7.300. Und hier sieht man auch schon diese erhöhte Aktivität, diese erhöhte Handelsfrequenz exakt an dieser Location, an dieser Kante, so dass ich im Endeffekt reagiert habe und das im Endeffekt dieser kritische Punkt, diese kritische Hürde war, wo der Markt doch sehr, sehr gerne umkehren könnte. Und um dann dementsprechend Gewinne abzusichern, habe ich mich entschlossen, exakt an diesem Punkt hier dann Cut zu machen
und genau an diesem Punkt hier rauszugehen. Was ich kurze Zeit später festgestellt habe oder feststellen musste, war, dass es noch nicht das Ende vom Lied war und der Markt tatsächlich noch weiter durchgeknallt ist. Hier oben sind wir raus und hier unten war der Markt zu dem Zeitpunkt. Das waren nochmal weitere 20, 25 Ticks, 2.500 Dollar knapp. Das bedeutet, die Gesamtposition wäre in dem Fall bereits bei fast 10.000 Dollar. Dennoch eine wichtige Erkenntnis auch hier, dem nicht hinterherrennen und nicht hinterhertrauen, weil im Endeffekt hat es definitiv einen Grund, warum man aus dieser Position rausgeht. Es hat immer einen Grund, warum man etwas sieht, was einen dementsprechend zum Denken und zu der Entscheidung, dass man in diesem Moment den Trade einfach absichert und das Geld vom Tisch nimmt. Sich darum ärgern, dementsprechend lohnt sich nicht. Denn auch hier eine kurze Zeit später hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass unser Ausstieg doch gar nicht mal so schlecht war. Denn exakt an diesem unteren High Volume hat der Markt nochmal absolut gedreht. Der Markt hat die Preise hier drunter nicht mehr getestet. Es gab kein Handelsinteresse, sodass er im Endeffekt die komplette alte Value Area abgelehnt hat und tatsächlich wieder hochkam. Und hier waren wir auch schon lange drüber, über unserem Ausstiegszeitpunkt, sodass es im Endeffekt keinen Grund zur Verärgerung gab. Ein wesentlicher Faktor für den Ausstieg dann dementsprechend die Location, die uns zum Denken angeregt hat, aufgrund dessen, dass wir auch hier eine wunderbare Location, Intraday Location gebildet haben, starke Absorptionen am Hoch gesehen haben. Das sehen wir hier wunderbar an diesen Preisen, an diesen starken High Volume Notes am Hoch, die starke Absorption aufgrund des erhöhten Volumens. Dann eine sehr, sehr starke Ablehnung nach unten und den kompletten Breakout konnten wir perfekt timen mit der Ablehnung der Sammelzone und dem tatsächlichen Einstieg kam auch das Momentum. Wie du selber gesehen hast, ist es durchaus möglich, in kürzester Zeit, wie in dem Fall, jetzt 40 Minuten hohe, hohe Gewinne zu erwirtschaften, in dem Fall 6.000 bis 7.000 Dollar, wenn man vor allem weiß, wie. Wenn dir diese Trade-Erklärung gefallen hat, so lass doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ich auch weiß, dass du mehr von diesem Content sehen möchtest. In der nächsten Lektion erwartet dich etwas zum Thema des Fremdkapitals und eine spannende Challenge. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis bald.